Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich habe ehrlich überlegt, ob ich dieses Video hier überhaupt machen soll. Neben dem Note 20 Ultra hat Samsung ja auch noch das normale Note 20 vorgestellt. Wobei, wenn man sich die Abstriche, die man da im Vergleich zum Ultra so machen muss, anschaut, dann wäre wohl der Name Note 20 Lite besser gewesen. Dazu passt dann aber die UVP von 925 Euro nicht wirklich. Und das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, wieso eigentlich alle Reaktionen auf dieses Smartphone nach der Vorstellung negativ waren. Und das ist noch nett ausgedrückt. Ein paar meinten sogar, ich soll Samsung in Zukunft boykottieren und die Smartphones überhaupt nicht mehr testen. Aber ihr kennt mich, ich bin der Meinung, bevor man ein Smartphone wirklich in der Luft zerreißt, muss man es erstmal ausführlich testen. Und genau das habe ich in den letzten Tagen getan. Ob das Note 20 wirklich so eine Frechheit ist, wie es auf dem Papier aussieht, oder ob es nicht doch positiv überraschen konnte, das erfahrt ihr jetzt in meinem Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Beginnen wir dieses Video hier mit etwas Positivem. Ich finde, dass das Note 20 eine ganze Ecke besser in der Hand liegt als das Ultra. Das liegt zum einen daran, dass es minimal kleiner und über 15 Gramm leichter ist, aber auch am Display, denn das ist hier komplett flach und nicht zu den Seiten hin leicht gewölbt. Auch wenn Samsung seine Edge-Displays in den letzten Jahren nahezu perfektioniert hat, fasst sich so ein flaches Display einfach immer noch angenehmer an. Das Note 20 ist und bleibt ein riesiges Smartphone, aber ich war hier wie gesagt positiv überrascht. Das AMOLED-Display ist mit 6,7 Zoll einen Tick kleiner als beim Ultra und mit 2400x1080 löst es auch deutlich niedriger auf. Unterbrochen wird es nur von einem Punch-Hole, das einen Tick größer ist als das des Note 20 Ultra. Auch hier wurde aber eine 10 Megapixel Frontkamera verbaut. Die Displayränder sind super dünn und ich persönlich finde, dass das Note 20 von vorne einfach nur genial aussieht. Da brauche ich kein Edge-Display. Erwähnenswert ist vielleicht, dass hier noch Gorilla Glass 6 zum Einsatz kommt. Beim Ultra ist es ja schon das neuere Gorilla Glass Victus. Gerade bei Stürzen scheint das stabiler zu sein. Mit dabei ist natürlich auch wieder ein Ultraschall-In-Display-Fingerabdrucksensor, der reagiert ähnlich schnell und zuverlässig wie der des Ultra. An die besten optischen Lösungen von Huawei oder OnePlus kommt er zwar nicht ran, aber ich kann damit mittlerweile echt gut leben. Der Rahmen besteht aus Aluminium in Hochglanzoptik und fühlt sich sehr angenehm und hochwertig an. Die linke Seite ist komplett blank gehalten. Powerbutton und lauter Leisewippe sitzen nun auch hier wieder auf der rechten Seite. Beide sind gut zu erreichen und ordentlich verarbeitet. Auf der Oberseite findet ihr dann neben einem ersten Mikrofon den Einschub für die SIM-Karte. Der 256 GB große interne Speicher kann anders als beim Ultra nicht erweitert werden. Am interessantesten ist natürlich die Unterseite. Hier platziert Samsung zunächst mal links den Einschub für den Note-typischen S-Pen. Er sieht exakt genauso aus wie beim Ultra und fühlt sich auch komplett gleich an. Neben dem S-Pen-Slot sitzen dann noch der erste Lautsprecher, der USB-C 3.1-Port und ein Mikrofon. Der zweite Lautsprecher wurde in die Hörmuschel integriert. Der Klang ist ordentlich und ausreichend laut, kann aber nicht ganz mit dem Ultra mithalten. Das liefert einen noch klareren und auch etwas kräftigeren Sound. Erfreulicherweise ist auch das Galaxy Note 20 nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Die größten Abstriche beim Design muss man auf der Rückseite machen. Die ist zwar erfreulicherweise matt gehalten und im Vergleich zum Ultra gibt es mit Mystic Green die meiner Meinung nach schönste Farbe ausschließlich für das Note 20, aber die Rückseite besteht eben aus Kunststoff und nicht aus Glas. Und nachdem ich beide Geräte mittlerweile in ihrer finalen Version hier habe und auch miteinander vergleichen konnte, bin ich doch der Meinung, dass ich das Ultra deutlich hochwertiger anfühlt. Klopft man auf die Rückseite des Note 20, dann gibt es ein komisches, dumpfes Geräusch. Man meint sogar, sie leicht eindrücken zu können. Und obwohl das Material matt ist, sieht man Fingerabdrücke erstaunlich schnell. Klar, die meisten werden ihr Gerät sowieso mit einem Case nutzen, aber für 925 Euro ist so eine Materialwahl einfach ein schlechter Scherz und meiner Meinung nach absolut inakzeptabel. Mit Premium hat das nicht mehr viel zu tun, keine Ahnung, was Samsung da geritten hat. Der Kamerabump ist etwas kleiner, ragt aber vor allem nicht so stark hervor wie beim Ultra. Das führt dann dazu, dass das Note 20 bei der Bedienung auf einem Tisch liegend, beispielsweise mit dem S-Pen, deutlich weniger wackelt. Dafür muss man bei den Kamerasensoren aber natürlich noch einige Abstriche machen. Samsung verbaut eine 12 Megapixel Hauptkamera, eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 64 Megapixel Telezoomlinse. Auf dem Papier das gleiche Setup wie beim Galaxy S20 und S20 Plus. Was die Kamera so drauf hat, das schauen wir uns gleich natürlich noch ausführlich an. Die restlichen technischen Daten sind dann schnell zusammengefasst. Android 10 mit Samsungs One UI 2.5. Als Prozessor kommt auch hier der ungeliebte Exynos 990 zum Einsatz. Nach wie vor ein Octa-Core mit maximal 2,73 GHz. Dazu gibt es 8 GB RAM. Softwaretechnisch ist tatsächlich alles exakt
exakt genauso wie beim Note 20 Ultra und das gilt eigentlich auch für die S Pen Features. Der S Pen des Note 20 weist allerdings eine höhere Latenz auf und das merkt man im direkten Vergleich auch definitiv. Die Latenz ist aber noch immer niedriger als etwa beim Note 10 Plus. Insofern wage ich mal zu behaupten, dass ihr das vernachlässigen könnt, wenn ihr nicht unbedingt immer ein Note 20 Ultra parallel nutzt. Wer sich für die Software und die S Pen Features noch genauer interessiert, dem empfehle ich an der Stelle einfach mein Galaxy Note 20 Ultra Review. Ich würde sonst wirklich alles 1:1 wiederholen. Mit der Performance ist das dann so eine Sache. An sich gibt es hier nicht viel zu meckern. Das Bedientempo ist auf einem hohen Niveau, Apps starten und schließen schnell und Ruckle oder Verzögerungen gibt es nur ganz selten. Im direkten Vergleich wirken ein Note 20 Ultra, aber auch ein S20 und S20 Plus flüssiger, weil sie eben ein 120 Hz Display haben, das Note 20 nicht. Wäre an sich wieder halb so wild, wenn dieses Smartphone nicht 925 Euro kosten würde. In dem Preisbereich sind 90 oder gar 120 Hz schon mehr oder weniger Standard. Mit aktuellen Spielen hat das Note 20 natürlich auch keine Probleme, hohe Framerates und eine tolle Grafik wissen zu überzeugen. Dabei wird es auch nicht unangenehm heiß. Auch hier würde man aber natürlich von einem Display mit höherer Bildwiederholrate profitieren. Perfekte Überleitung, kommen wir zum Display. Die Auflösung geht in Ordnung. Persönlich finde ich zwar, dass man den Käufern zumindest eine höhere Auflösung hätte gönnen können, wenn man schon ein 60 Hz Display verbaut, aber auch so erkennt man im Alltag nur selten einzelne Pixel. Farbdarstellung und Farbechtheit sind hervorragend. Außer Apple kommt hier aktuell niemand an Samsung ran. Tolle Kontrastwerte, tolle Schwarzwerte und eine für OLED-Verhältnisse sehr realistische Farbwiedergabe wissen zu überzeugen. Auch die Displayhelligkeit ist super. Das Ultra wird gerade bei direkter Sonneneinstrahlung nochmal etwas heller, aber ich hatte auch mit dem Note 20 zu keiner Zeit Probleme mit der Ablesbarkeit. Am Ende ist das ein super Display, das man aber halt fast genauso auch bei einem Galaxy A71 für 300 bis 350 Euro bekommt. Bei 925 Euro UVP reicht ein gutes Display heutzutage eben nicht mehr aus. Auch die Kamerasoftware ist mehr oder weniger komplett identisch wie beim Note 20 Ultra. Nachtmodus, Pro-Modus, Porträtmodus, das ist natürlich alles mit an Bord. Die Bildqualität der Weitwinkelkamera ist auf einem ähnlich hohen Niveau wie beim Ultra. Bei guten Lichtbedingungen kann man hier tolle Aufnahmen machen. Bei weniger Licht ist sie oft aber kaum noch zu gebrauchen. Die Hauptkamera überzeugt auch auf ganzer Linie. Das Ultra hat zwar bei der Bildschärfe die Nase etwas vorne, das sieht man aber allenfalls auf einem größeren Monitor. Farbwiedergabe, Dynamikumfang und Weißabgleich sind beim Note 20 kein Deut schlechter. Die Kamera ist einfach klasse. Auch bei schlechteren Lichtbedingungen. Hier hat das Ultra bei der Bildschärfe die Nase auch leicht vorne. Beim Note 20 ist das Rauschen etwas stärker. Aber auch hier hält sich der Unterschied wirklich in Grenzen. Die Lowlight-Performance ist dem hohen Preis auf jeden Fall angemessen. Einzig beim Zoom kann das Note 20 mit dem Ultra nicht mal ansatzweise mithalten. Alles, was über fünffache Vergrößerung hinausgeht, ist quasi unbrauchbar. Da hätte man für den Preis mehr erwarten können. Die Videoqualität überzeugt dafür wieder auf ganze Linie. Super Stabilisierung, gute Bildschärfe und ein toller Dynamikumfang. Hier ist Samsung die klare Nummer 1 im Android-Bereich. Die Frontkamera performt dann wieder ganz ähnlich wie die vom Ultra. Wenn man den Fokus trifft, geht die Bildschärfe in Ordnung. Bei der Farbwiedergabe, gerade bei Gesichtsfarben, ist die Konkurrenz aber immer noch besser. Empfang und Sprachqualität sind super, hier gibt es nichts zu kritisieren. Standardmäßig unterstützt das Note 20 kein 5G, für aktuell etwa 100 Euro Aufpreis bekommt ihr aber auch eine Version mit 5G. Gespannt war ich auch auf die Akkulaufzeit. Mit 4300 mAh ist der Akku zwar etwas kleiner als beim Ultra, dafür hat das Note 20 aber ja auch ein kleineres Display ohne 120 Hz. Bei mir hält das Note 20 im Alltag ähnlich lange durch wie das Ultra mit deaktivierten 120 Hz. Maximal 7 Stunden Display On-Time sind zwar ordentlich, für den großen Akku aber eigentlich zu wenig. Ich komme mit dem Note 20 aber relativ problemlos durch einen Tag. Mir ist auch hier wieder der hohe Standby-Verbrauch aufgefallen, aber das kennen wir von diesem Prozessor ja mittlerweile. Fast Charging wird mit bis zu 25 Watt unterstützt, nach ca. 90 Minuten ist der Akku komplett vollgeladen und auch Wireless Charging ist mit bis zu 15 Watt möglich. Und damit wird es jetzt auch schon wieder Zeit für mein Fazit und wir beginnen direkt mit den Punkten, die für das Note 20 sprechen, damit das hier nicht zu lange wird. Nummer 1, ganz klar das Handling. Klar, es ist ein riesen Smartphone, aber dafür liegt es echt gut in der Hand. Ich bin ein großer Fan von diesem flachen Display, finde Samsung sollte das auch bei den Spitzenmodellen in Zukunft zumindest mal überdenken. Also das ist hier wirklich gelungen, auch die schöne, cleane Front. Mit dem geht natürlich auch das super Display einher. Es ist hell, es ist farbecht, es ist ausreichend scharf. Das ist ein klasse Panel. Wie gesagt, für den Preis erwarte ich da mehr, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Nichtsdestotrotz ein wirklich gutes Display. Das gilt auch für die Kamera, die hat mir auch gefallen. Klar, man könnte an der Telezoom-Linse meckern, die ja eigentlich gar keine ist. Aber das, was wichtig ist, also die Hauptkamera bei guten und schlechten Lichtbedingungen und die Weitwinkelkamera können auf jeden Fall überzeugen. Den nächsten Punkt hatte ich exakt genauso auch beim Ultra. Einmal der S Pen natürlich, das Alleinstellungsmerkmal und dann Samsung DeX, was mittlerweile kabellos funktioniert, was wirklich ein klasse
klasse Feature ist, wenn man es denn nutzen möchte und auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal der Samsung-Smartphones. Der letzte Punkt sind dann einfach wieder Premium-Features. Es unterstützt Wireless-Charging, es ist IP68 zertifiziert und es hat wirklich gute Stereo-Lautsprecher. Selbst in der Preisklasse ist diese Kombination nicht selbstverständlich. Neutral bewerten würde ich die Akkulaufzeit, hatten wir ja eben schon, die geht in Ordnung, man kommt damit durch den Tag, aber für 4300 mAh oder bei 4300 mAh sollte eigentlich noch mehr möglich sein. Auch die Performance bewerte ich jetzt mit neutral, denn wie gesagt, in der Preisklasse erwarte ich ein 90 oder 120 Hz Display, die sind dann halt einfach nochmal etwas flüssiger, nichtsdestotrotz ist die Performance an sich gut. Auf der Kontraliste ganz oben steht natürlich die hohe UVP, ich spreche da gleich nochmal ausführlich drüber, aber wie gesagt, diese 925 Euro sind meiner Meinung nach einfach nicht gerechtfertigt, auch mit Mehrwertsteuersenkung. Dann der nächste Punkt, natürlich die Kunststoffrückseite. Bleibt mir jetzt bitte weg mit dem Argument, dass man eh einen Case benutzt und so weiter. Wie gesagt, 925 Euro. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das traut sich eigentlich kein anderer Hersteller, für diesen Preis eine Kunststoffrückseite zu verbauen. Dann auch noch eine, die sich leicht eindrücken lässt, nicht besonders hochwertig anfühlt. Also das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht diskutierbar. Der nächste Punkt. Ich habe es ja eben schon angesprochen, wir haben leider nur ein 60 Hertz Display in dem Preisbereich, auch ja ziemlich schwach. Dann müssen wir natürlich auch noch über den Exynos Prozessor und den hohen Standby-Verbrauch reden. Exakt der gleiche Punkt wie auch beim Ultra. Ich hätte auch hier gern den Snapdragon Prozessor gesehen, aber wir haben halt wieder den Exynos. Und der letzte Punkt ist dann die Tatsache, dass der Speicher nicht erweitert werden kann, anders als beim Ultra, und dass wir keinen Klinkenanschluss haben. Das habe ich aber in Klammern gesetzt, weil das halt mittlerweile einfach Standard ist bei den 2020er Flaggschiffen. Vom Klinkenanschluss müssen wir uns, glaube ich, so langsam wirklich verabschieden. Das Galaxy Note 20 ist an sich wirklich ein gutes Smartphone. Ohne große Highlights, aber eben auch ohne größere Schwächen. Und hätten Sie dieses Smartphone vielleicht als Galaxy Note 20 Lite für, ich sage jetzt mal, 500 Euro auf den Markt gebracht, dann hätte ich es definitiv auf ganzer Linie weiterempfohlen. Denn nochmal, das Gesamtpaket ist wirklich gut. Es kam aber eben nicht für 500, sondern für 925 Euro UVP auf den Markt. Und dafür ist das Gebotene meiner Meinung nach einfach ein schlechter Scherz. Ihr müsst ja bedenken, ein Galaxy S20 gibt es mittlerweile für um die 600 Euro, ein S20 Plus für um die 700 Euro. Und das sind Neupreise von deutschen Händlern. Auf eBay und Co. bekommt ihr die Dinger noch deutlich günstiger. Es gibt immer mal wieder Aktionen. Und bis auf den S Pen ist das S20 Plus dem Note 20 meiner Meinung nach deutlich überlegen. Vor allem beim Display, aber auch bei der Haptik. Ich weiß echt nicht, wer dieses Galaxy Note 20 für 925 Euro kaufen soll. Das ist vermutlich auch der Grund, wieso die Preise schon jetzt, wenige Tage nach Marktstart, deutlich gesunken sind. Aber wer unbedingt den S Pen möchte, der sollte meiner Meinung nach den Aufpreis zum Ultra zahlen oder sich ein Note 10 Plus oder Note 10 Lite holen. Und alle anderen fahren sowieso mit dem Galaxy S20 Plus besser, wenn man eben im Samsung-Lager bleiben möchte. Ich sag's mal so, wenn der Preis nicht sehr schnell um etwa 300 Euro sinkt, dann hoffe ich wirklich, dass niemand dieses Gerät kauft und Samsung dafür einen deutlichen Denkzettel bekommt. Denn wie schon gesagt, für 925 Euro ist das Gebotene wirklich eine Frechheit und ich kann es für den Preis definitiv nicht weiterempfehlen. Niemanden. Ich habe keine Ahnung, was sich Samsung dabei gedacht hat. Das soll es jetzt aber auch von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.